Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Und da habe ich mir heute passend überlegt, dass ich euch eine Nachtischidee für Weihnachten eventuell zeige oder auch einfach so. Also mich hat, ich finde Apfelstrudel total lecker und da fand ich die Kombi als Apfelstrudel-Eis total toll, weil nicht jeder mag ja nach dem deftigen Essen noch irgendein süßes Gebäck oder sowas. Also ich schon, aber manche nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, zeige ich euch quasi ein Eisdessert. Und anrichten tun wir das Ganze ganz lecker in so einem Filou-Teig. Diesen Schritt kann man natürlich auch sparen und das einfach, wenn man nicht so viel Lust hat, sowas noch vorzubereiten, kann man das auch ganz einfach in einem Gläschen anrichten, in einem Dessertgläschen. Und das Rezept lässt sich super gut in verschiedene kleine Schritte vorbereiten, dass man quasi den Filou-Teig und Apfelkompott und die Eimasse schon am Tag vorher macht und dann quasi am Tag, wo ihr es zubereiten wollt, quasi einfach nur noch in die Eismaschine gibt und fertig seid. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Apfelkompott. So, für den Apfelkompott benötigen wir einmal 4 Äpfel. Die habe ich hier schon ganz fein gewürfelt, so ungefähr 5 mal 5, also 5 mm große Stückchen. Das waren bei mir in etwa 460 Gramm. Dann benötigen wir noch 65 Gramm Apfelsaft. Dann habe ich hier 15 Gramm Rum. Wer mag, kann hier noch Rosinchen dazugeben. Entweder also 30 bis 80 Gramm in etwa. Ich habe jetzt 80 Gramm genommen. Dann benötigen wir noch eine Zimtrinde, 80 Gramm Puderzucker und ein bisschen Vanilleextrakt. Der erste Schritt, der ist auch ganz einfach, denn wir geben jetzt einfach nur alle Zutaten in den Topf und dünsten das Ganze so für 3 Minuten in etwa an. Also auf jeden Fall nicht matschig kochen, so dass man noch schön die Apfelstückchen sieht. Und jetzt entnehmen wir nur noch die Zimtrinde, teilen den ganzen Kompott in 2 Hälften. Die eine Hälfte, die pürieren wir. Das mache ich natürlich einfach im Thermomix. Ansonsten nehmt ihr irgendeinen anderen Mix-Pürierstab oder irgendwas, was ihr habt. Und die andere Hälfte lassen wir einfach abkühlen. Für die restliche Eismasse benötigen wir einmal 135 Gramm Milch, dann 100 Gramm Puderzucker, 160 Gramm Mascarpone, 145 Gramm Schlagsahne und hier noch ein bisschen Vanilleextrakt. Als allererstes geben wir Milch, Puderzucker und das Vanilleextrakt in die Rührschüssel und schlagen das Ganze 2 Minuten schön taumig auf, damit sich der Puderzucker komplett auflöst. So, jetzt geben wir alle restlichen Zutaten hinzu und außerdem auch noch das abgekühlte, pürierte Kompott. Den habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das füllen wir jetzt alles ein. So, jetzt habe ich hier für unsere Teigförmchen quasi hier den fertigen Strudelteig. Da steht Strudel und Filou-Teig drauf. Das ist genau der richtige. Wenn ihr euch natürlich noch die Arbeit machen wollt und das selber machen wollt, könnt ihr das auch selber machen. Aber ich finde, für die Weihnachtstage will man ja eine schnelle Variante haben. Dann schneiden wir uns jetzt so 9 mal 9 cm Würfel. Ich habe mir das jetzt hier schon mal so angedeutet. Und
Ich schneide das jetzt wieder hier mit meinem Pizzamesser, weil das nämlich scharf ist und hier komplett durchkommt. So, jetzt besprühen wir die Muffinform. Die habe ich ja schon mal vorbereitet auf dem Blech mit Backpapier. Die fette ich mit Backtrennspray ein und dann habe ich mir schon mal hier in etwa so 2 Esslöffel Butter schon mal geschmolzen, einfach oben in der Mikrowelle. Dann bepinseln wir hier die Strudelteigplatten damit und danach legen wir sie einfach schön in die Form rein. Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how... So schauen jetzt hier unsere Muffinförmchen aus. Und jetzt wandert das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze und dann wahrscheinlich so für 10 Minuten. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass die Spitzen nicht ganz so braun werden. Also sehen wir uns gleich wieder und dann lassen wir es natürlich erstmal abkühlen. Den Rest erledige ich jetzt auch mit der KitchenAid. Das hier ist die Eismaschine. Die Eismaschine muss mehrere Stunden im Gefrier lagern. Deswegen habe ich die immer bei uns in der Gefriertruhe. Auch mit dem Rührelement, damit das schön kalt ist. Und dann gibt es hier diesen Aufsatz. Da müsst ihr einfach nur schauen, was ihr für eine KitchenAid habt. Entweder A oder B dran setzen. Bei mir ist es A. Und dann guckt man quasi, dass man hier das bündig drauf macht und ganz wichtig, dass man die KitchenAid anstellt und dann erst hier unsere vorbereitete Eismasse reingießt. Denn sonst kann es sein, dass sich da unten direkt verklumpt, weil das ja kalt ist. Und dann rühren wir das Ganze so ungefähr für wahrscheinlich so 20 Minuten schön eiscremig. Ach so, und auf Stufe 2. So ihr Lieben, jetzt füllen wir das Ganze direkt um. Das ist auch ein ganz guter Tipp, dass man das direkt tut. Am besten, ich habe jetzt hier so eine Dose, die für den Gefrier geeignet ist. Und weil das Eis mir noch ein bisschen zu cremig ist, gebe ich das jetzt hier in meine Form rüber und dann tue ich das Ganze noch mal kurz in den Gefrier, damit das Ganze ein bisschen fester wird. Wenn ihr das riechen könntet, das riecht richtig, richtig schön nach Apfelstrudel. Jetzt darf ich das Ganze natürlich endlich probieren für euch. Also es kann eigentlich nur lecker schmecken. Also ehrlich, eingedicht. Das ist super schön cremig, das Eis. Und die frischen Apfelstückchen, die passen nämlich auch dazu, weil die auch noch so ein bisschen säuerlich schmecken. Also alles in allem ein super leckeres Essen. Ich hoffe, ihr macht das nach und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So